So, wir sollten uns mal aufmachen, zu gucken, dass wir in die Welt des Kobolds kommen. Das wird nicht einfach. Ich will das Fass du eigentlich mitnehmen? Jetzt mal. Memo, Wirbtja. Hat sich gerade erledigt. Ich will da mitfeiern dürfen. Wäre voll cool. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Mit dieser Show hat er ein zweites Standbein, neben dem Handel mit Dingen, Sachen und Zeugs. Wir hatten auch noch einen süßen grünen Knackkäfer. Ein echter Publikumsmagnet, sag ich dir. Leider ist er vorgestern ausgebüxt. Junior hätte ihn fast erwischt. Ein grüner Käfer, Okay, vielleicht finden wir den ja mal noch. Ach ja, ich wollte eigentlich mal bei den Erfolgen gucken, wie viel wir haben. Weil ich ja schon gerne möchte, dass wir das Portal öffnen. Uns fehlen aber noch 9 Tautropfen. Waldschrattgeschichten haben erst eine. Karten fehlen uns auch 12. Ich habe auch nie nach denen gesucht. Und Sticker habe ich auch noch nie gesucht. Okay, das muss jetzt ein Käfer. Dann müssen wir mit allen Quartett spielen. Oh Gott. Ja, das kann lustig werden. Was ist denn hier? Versteckter Käfer. Huch. Das muss dieser Knackkäfer sein, den die Kirchenmäuse vermissen. Na gut. Komm, ekliger grüner Käfer. Knack, knack. Vincent, das haben wir schon mal. Ich glaube, der gehört Ihnen, oder? Oh, du hast ihn gefunden. Unser süßer kleiner Sonnenschein ist wieder da, Junior. Freust du dich? Diese Karte habe ich gefunden. So, da waren es schon eine Karte weniger. Cool. Seltsam, oder? Ich schenke sie dir. Die ist so gruselig, die kauft eh keiner. Boah, was soll das denn heißen? Okay, hätten wir das. Dann müssen wir mal gucken, wie wir bei dem Kobold noch weiterkommen. Weil irgendwie müssen wir ja das mit der tollen Nuss hinbekommen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal nach oben, würde ich sagen. Noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Frag mich, wer dieses Gesicht hier ist. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Stiehlt mir meinen Hut? Ich frag mich eher nicht, wer das gemalt hat, sondern... Milano plus O'Donnell. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. Ja, das kannst du. Niemand. Das kannst du wirklich mit den Kleptomanie, also wo bleibt der Mückenlehrer jetzt? Bin doch schon auf dem Weg, meine Jüte. Da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Ja, zitter dir mal schön Ast ab, mein Guter. Auf der grünen Insel wird das keiner wagen. Grüne Insel? Oh oh, ich glaube Konrad ist noch wach. Ich glaube kaum. Hier oben waren ja auch noch Rüstung, stimmt? Diese Rüstung könnte für einen Spatzen gemacht sein. Oder eine Maus mit einer Eiswaffel im Gesicht. Eine Sommerrüstung sozusagen. Oh, Unterlagen. Nur staubige alte Papiere. Hey, eine Spielkarte. Das war Anja und die Mäuse. Oh. Okay, ja, wir wollten erstmal hier hoch zu dem Baum. Und da haben wir ja noch was zu tun. Da ist nämlich unser Freund. Hasse dich. Oh Mann, ganz schön duster hier oben. Und kalt ist es auch. Zu Hause dürfte ich nachts nicht auf Häusern rumklettern. Zu Hause würde ich jetzt mit der Taschenlampe unter der Bettdecke Comics lesen. Ja, wir sind aber nicht zu Hause. So,
Großer Ast. Gute Idee. Damit könnte ich vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Aber das ist hier viel zu hoch, um mit schweren Nüssen zu hantieren. Jetzt geht das? Das alte Eichhörnchen hat gesagt, der Saft in der Nuss zieht Glühwürmchen an. Vielleicht kann ich den Saft ja irgendwie auf dem Baum verteilen. Wenn der Baum nur nicht so weit weg und die Nuss nicht fest verschraubt und schwer wäre. Es ist nicht leicht, 12 zu sein. Will er mich verarschen? Von mir klaut niemand. Doch, von dir erst recht. Der will mich ja wohl verarschen. Die ganze Zeit habe ich alles hier rumprobiert. Ist großer Ast oder auf einmal... Nein, nachher geht dann Leute. Gibt's ja wohl nicht. Wenn das jetzt mit der Wache funktioniert, da unten in der Kanone, dann... Das ist schon Besen, ey. Das ist ja wo. Die ganze Zeit haben wir das probiert. Hallo? Uhu. Herr Konrad Uhu? Nein. Dein karamellfarbenes Fell. Wie ein Sahnebonbon. Ich glaube, der schläft. Dann mal fix weg und uns wegen der tollen Leuchtnuss nochmal an die Kanone trauen. Ich hoffe, der nette Wächter da pennt immer noch. Und ich muss unbedingt mal versuchen, die ganzen Erfolge hinzukriegen. Ja. Ach so, lustig. Aber wirklich. Hier steht auf. Ah! Huch, nein, ich wollte. Nein, ich wollte hoch! Oh, der Käfer ist. Nein, oh, geh weg. Jetzt zielt die Kanone in die Baumkrone über der Stadt. Sag bloß, jetzt funktioniert's! Okay. Mal sehen, ob das klappt. Ah! Wow. Ich habe fast den großen Ast hinter dem Rathaus getroffen. Sieh sich das einer an. Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Ah. Und trotz dem Krach schläft die Wache immer noch tief und fest. Der muss eine harte Schicht hinter sich gehabt haben. Was haben wir eigentlich jetzt hier drin stehen? Oh, Jonathan kennt heitere Witze, doch nur den Anfang, welche Schläffertigkeit aus Mauswald kennt. Okay, das heißt, das müssen wir noch machen. Grünes, geisterhaftes Glühen über den nächtlichen Feldern. Man sagt, so sieht nur Fuchsfeuer aus. Das müssen wir auch noch machen. Und der kleine Mann in Grün. Ja, daran arbeiten wir gerade. Okay, jetzt geht's klettern. Oh, ich würde den ja so gerne da oben zappeln lassen. Den bösen Kobold. Aber die Farbe passt zu ihm. Muss man ihm lassen. Zum Glück gibt es abends, also in der Nacht, gibt es zum Glück keine Sticker zu keine Tautropfen, ich glaube auch keine Sticker zu sammeln. Gibt es dafür aber, glaube ich, die Geschichten des Waldschrats. So viel weiß ich. Wow! Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Können wir jetzt hier hoch? Immer noch ganz schön hoch. Aber jetzt kann ich zumindest sehen, wo ich hintrete. Hoffentlich geht das gut. Geschafft! Ganz schön abenteuerlich. So, mein guter Emmett. Ist dir klar, wie lange ich gewartet habe? Jetzt bin ich uralt und noch ein paar Tage. Du bald hast doch sicher hier den Baum beschossen, oder? Nein. Ich habe hier oben gerade an nichts Böses gedacht und fast den Löffel abgegeben. Aber konnte ich ja nicht, weil du mir den geklaut hast. Wenigstens hat der Baum jetzt eine schöne Farbe. Was zur Frau Holle willst du eigentlich in meiner Welt, du Jungspund? Du willst mir doch bestimmt nur deine drei Wünsche abpressen. Ich bin ein Zauberlehrling und will einen Zauberspruch lernen. Gib mir den Hut und ich nehme dich mit. Den behalte ich, bis wir drüben sind, okay? Du misstrauischer Knabe! Nun gut, aber wer in meiner Welt nach Zaubern sucht, der kommt zu mir. Aber du kannst dir ja einfach was wünschen. Ob
der das mit dem Wünschen wohl ernst meinte? Da bin ich mal gespannt. Hui. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Check hier. Es sieht nach Regen aus. Hast du warme Sachen, deine Regenjacke und einen Schirm eingepackt? Hätte Mama bestimmt gesagt. Naja, ganz so schlecht wäre der rote Pinguin Kratzepulli jetzt doch nicht. Ein Pinguin Kratzepulli? Der mir nichts, dir nichts, den Hut stiebitzt? Verkehrte Welt, das kann nicht sein. Ich bin Emmett Milano plus O'Donnell. Mehrfach einmal ausgezeichnet die Nummer 40 wegen herausragender Forschungsergebnisse in... Na, das wurde aber auch Zeit. So lange Beine und trotzdem so ein Schneckentempo. Jetzt Großväterchen den mal direkt auf. Mein Kleeblatt friert. Sagen Sie mal, wo sind wir denn eigentlich hier? Da klebt mir Flügel an und nennt mich Waldfee. Wir sind im Lande des wallenden Windes, der tollsten Tiefe, des säuselnden Sees und der sanften Melancholie des Mondes. Oh, was für ein nasskaltes Hundswetter. Das habe ich gerade gesagt, du kleiner Kleeblattkapper. Wünsche, Pünsche. Immer wollen alle nur das eine von mir. Da muss man sich ja versteckt halten. Du willst dir doch sicher 5000 leuchtende Laubtaler wünschen. Ich darf mir was wünschen? Ist ja toll. Das ist die Tradition. Und es geht traditionell nach hinten los. Was war das gerade? Gar nichts. Aber wo soll ich denn so viel Geld hintun? Darum sorgst du dich? Hab dich doch gesehen. Hast Krimskrams gesammelt. Muss tiefe Taschen haben, du Brackwasser-Teetrinker. Und 5000 Laubtaler sind es dir nicht wert, deine Taschen zu leeren? Damit kriegst du 10.000 Tüten Gummidrops, 1.000 Comichefte oder 100 Videospiele. Das klingt ja super, aber eigentlich... wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs. Na gut, so sei es denn. Du bist nun ein professioneller, zertifizierter, ganz offiziell ausgezeichneter Klempner. Wie? Aber ich... Meister eines Faches bist du jetzt. Und Klempner sind für ihre Nützlichkeit überall beliebt. Zwei Wünsche verbleiben, du kleinen Kartoffelbauergehilfe. Okay, dann wünsche ich mir, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Ausbildung. Okidoki! Also bisher merke ich nichts. Also doch, es kitzelt ein klein wenig. Oh, ist das Kitzeln an meiner Nase meine neue Kraft, die ich erlangt habe? Huch, was klebt mir da im Gesicht? Ein Schnurrbart. Ganz wie die großen Erwachsenen, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind. Aber ich wollte doch keinen Schnurrbart haben. Ein Wunsch verbleibt, du mieser Mückenlehrer. Oh nein, ich wünschte, ich wäre erfolgreicher darin, meine Worte zu wählen. Gesagt, getan, dein dritter Wunsch. Mamma mia! Oho. Was haben Sie mit meiner Stimme gemacht? Bei meinem Bart? Was könnte erfolgreicher sein als ein schnurrbärtiger Klempner mit italienischem Akzent? Und diese Schnurrbarte juckte ganz fürchterlich. Ich hab dich gewarnt, Bursche. Nimm einen Wunsch nie auf die leichte Schulter, sonst geht er ratzfatz nach hinten los. Per favore, ich tue alles. Ich gebe Ihnen auch den Löffel, das Kobalt und die Nägel zurück. Aber zaubern Sie mich wieder normal. Willst du etwa einen O'Donnell bestechen? Mit seinem eigenen Hab und Gut, was du ihm unrechtens entwendet hast? Unverschämter Schlingel! Ha! In Ordnung. Du mit deiner verdammten Liebenswürdigkeit. Ich kann wieder atmen. Vielen Dank, dass Sie alle Wünsche rückgängig gemacht haben. Dass ich alle Wünsche rückgängig mache, habe ich nicht gesagt. Du bist besser dran, wenn du Klempner bleibst, Junge. Lieber eine Handvoll Fähigkeiten als ein Sack voll Gold. Jetzt hattest du deine drei Wünsche. Lass mich endlich in Ruhe. Huch, wo ist der jetzt schon wieder hin? Erinnert an einen gigantischen Mehrzweckschraubenschlüssel.
Zum Festschrauben von Schraubmuttern an Abflussrohren. Oh nein, wo kam das denn jetzt her? Ich glaube, wir sind doch ganz schön krasser Klempner geworden. Ich kann nichts sehen. Da hängt irgendetwas von drinnen vor dem Fenster. Sollten wir mal reingehen. Sehen, was drin ist. Und vor allem, was wir für einen Zauber von dem lernen sollen. Komisch. Ich bin mir sicher, dass er hier hineingelaufen ist. Moment. Wie ist das denn hierher gekommen? Das ist doch wieder dieser Zaroff. Das ist ja langsam diese komisch. Diese Flagge riecht nach Hund. Woher weiß ich das? Wir haben doch gar keinen Hund. Sonst noch irgendwas? Da ist er ja. Hi. Emmett! Entschuldigung? Bei St. Patrick! Was denn noch, du gieriges Balg? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Es hat sich radikal ausgezaubert. Ich kann's nicht mehr. Wieso denn das? Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Klinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Da brauchst du schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Glänzendes. Also, Emmett, wer hat hier die Kartoffelnase? Ich glaub's ja wohl nicht. Wir haben noch einen Pokal. Er glänzt doch. Oh, was erblicken meine müden Augen da? Ist das Silber? Ein klitzekleines Silberbecherchen? Fliegendreck und Hackepeter, das ist ja so stumpf wie ein Teertopf. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Die Trophäe ist nicht glänzend genug. Haben wir was zum Polieren? Ja, haben wir. So, einfach ein bisschen polieren. Schön mit Elsa Glanz drauf und dann geht das. Perfekt. Huch, die Flagge ist beim Polieren zerbröselt. Ups. Dann wollen wir mal. Was für schönes Wetter hier draußen. Ah, die Waldmeisterlimonade ist besonders erfrischend aus diesem blank polierten Silberpokal. Ich habe ihn mal in dieses Fenster gestellt und schaue nun in die entgegengesetzte Richtung und lasse mich von der grünen Landschaft ablenken. Was leuchtet denn da? Ein klitzekleines, blitzeblankes Silberkrügchen? Oh, eine Schönheit der grünen Insel würdig. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen. Die Welt ist immer noch schön. Mutter, Emmett kommt heim. Oh. Halt! Ich muss doch noch einen Zauber lernen. Okay, das hat sich jetzt nur ausgetragen, dass wir ihm glücklich machen müssen. Gucken wir uns mal den Regenbogen an. Eine Karte! Da liegt eine Karte! Oh nein! Wieder ist er verschwunden. Aber diesmal für immer. Auf dem Regenbogen kann ich nicht reisen. Was mache ich denn jetzt? Es liegt Magie in der Luft. Zum Greifen nah. Aber er ist weg. Und ich habe nicht einmal gesehen, wie er den Regenbogen herbeigezaubert hat. Deine Antwort liegt im Regenbogen selbst. Er wird sich bald wieder auflösen. Beeil dich. Antatschen. Wow, die Farben. Er sieht fast aus, als ob man ihn berühren könnte. Das kannst du. Das musst du. Berühre ihn. Unser zweiter Zauber! Kannst du... den Zauber Grünwuchs. Ich dachte, sie wären nur eine optische Illusion.
Durch die Kraft des magischen Regenbogens hast du deinen zweiten Zauber gelernt. Mit ihm kannst du es regnen und grün sprießen lassen. Wow! Diese Hand wasche ich nie wieder. Kehre zurück zum Portal. Da du den Zauber dieses Ortes erlernt hast, steht dir das Portal wieder offen. Aber beeil dich. Was liegt denn da? Noch so eine Karte. Mitnehmen! Kleptomanie! Ob der Duinhut die verloren hat? Das bin doch ich da drauf. Mit irgendeinem Hund. Seltsam. Aber ich erinnere mich gar nicht daran. Komisch. Haben wir einen neuen? Ah, nein, okay, der hat sich jetzt ausgetragen. Ansonsten haben wir noch Kirschmaus, Jonathan und das Fuchsfeuer. Die Musik ist voll toll. Der Regenbogen erinnert mich irgendwie an die Glücksbärchis. Baum. Wir gehen durch den Baum. Wiedersehen, regnerische grüne Landschaft. Komisch, aber ich glaube, ich werde den kleinen Mann mit dem Hut vermissen. Ich auch. Definitiv. Emmett war schon cool. Hier ist es immer noch Nacht. Und jetzt? Au, au, au. Was war denn das für ein Geräusch? Jerry, bist du das? Was denn? Hat er meinen Namen gerufen? Vielleicht werden wir es bald erfahren. Doch viel Zeit ist uns nicht gegeben. Der zweite Nagel ist eingeschlagen. Der zweite Nagel? Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Suche nach den magischen Kreaturen, die in Mauswald leben. Es hält sich das Gerücht, dass ein Fuchs bei Nacht durch die Felder von Mauswald streift. Er ist nicht aus dieser Welt. Ein Fuchs? Das klingt gefährlich. Ist es bestimmt auch. Man munkelt, ein Fuchs soll sich bei Nacht im Mauswald herumtreiben. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo das sein könnte. Aber ich weiß mal die Witze noch. Hätte ich machen. Das wäre voll doof, wenn wir das nicht schaffen würden. Und ich könnte auch mir schon vorstellen, wer uns da weiterhelfen könnte. Dafür müssen wir erstmal wieder die Sonne aufgehen lassen. Und vielleicht können wir dann auch noch ein paar Tautropfen finden. Erstmal was lesen. Und ein bisschen Quartett müssen wir auch noch spielen.